Ja, da habe ich Bock drauf. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat. Ja, da habe ich wirklich Bock drauf, mal ein neuer oder für mich neuer Klemmbausteinhersteller Kada. Aus der D-Tech-Serie haben wir hier den ferngesteuerten Buggy und das ist ein richtig cooles Teil, glaube ich, nach dem, was ich hier schon mal so gelesen habe. Denn der hat zwei Motoren eingebaut, einmal einen Antriebsmotor und einen Servomotor für die Steuerung. Der hat ein wiederaufladbares oder eine wiederaufladbare Batteriebox, wo auch hier der Funkempfänger drin steckt. Also hier kein Infrarot oder so ein Kram, nee, richtiger Funk. Und der hat auch ein Lichtset mit dabei, denn hier vorne die Scheinwerferchen, die werden erleuchtet sein. Insgesamt 522 Teile. Wir haben hier richtig schön dicke Ballonreifen dran. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal ja, die einzelnen Funktionen. Einmal hier ja, die Frontbeleuchtung. Dann hat er hier natürlich ein Fahrwerk, was sich ein bisschen verwinden kann. Die Zylinder laufen hier auch mit, wie bei so einem Lego-Technik-Modell. Und wir können ihn steuern. Richtig cool mit Fernbedienung. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und packe das Set direkt mal aus. Wie gesagt, von Kada habe ich bisher noch nie etwas gebaut. Bin also auch auf die Qualität der Steine gespannt. Kurz mal hier zum Preis. Der schwankt und ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt hier das Teil von Gears Best bekommen und da gibt es das aktuell für $45 im Angebot. Na, habe ich hier nichts aufgeschnitten? Doch, geht doch. Also für $45. Bei Amazon zum Beispiel gibt es das Set hier für 75 €. Also ihr seht, da haben wir eine ganz schöne Spannweite. Am besten, ihr schaut einfach mal, wie der aktuelle Preis ist. Ich verlinke euch das Set hier unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf und checkt mal den aktuellen Kurs aus. Aber ich würde sagen, wir schauen natürlich hier erstmal in die Box rein. Und ja, das ist mal eine andere Art der Präsentation. Also, ihr seht schon hier, aufgeräumte Sache. Da haben wir es. Einmal die Zubehörteile, hier die Motoren, hier die Fernbedienung. Ja, schöne kleine Fernbedienung. Hier mit so Technikaufnahmen. Hier unten drunter schraubt man dann auf und muss noch die Batterien reinmachen. Wir haben hier Schultertasten, 4 Stück. Und vor und zurück und hier vor und zurück. Und dann kann man hier noch ein bisschen ja, die ja, einstellen, in welche Richtung das geht. Ob hier vor wirklich vor oder dann vor oder noch zurück ist oder rechts und links oder ja irgendwie sowas. Und eine kleine Antaste. Ja, fühlt sich ganz gut an. Natürlich, das wird nachher sehr analog. Da gibt es nur voll rechts, voll links und Vollgas oder voll zurück. Aber so, ja, macht einen ganz netten Eindruck. Dann haben wir einmal das Akkupack, das ist dann dieses Teilchen hier. Und hier müssen wir keine Batterien einlegen, sondern das wird aufgeladen über Micro-USB. Sehr schön, hat hier 4 Anschlüsse, wo wir Gerätschaften anschließen können. 2,4 GHz ist hier der Funkstandard, der ist ja gleich mit eingebaut. Und dann haben wir hier nochmal die Motoren und ja, welcher ist ein welcher? Ich schätze mal, der kleinere hier, das wird der Servomotor sein für die Lenkung. Auch hier haben wir ein Kada-Branding drauf. Hier vorne sehen wir, wo wir dann quasi die Achse anschließen können, was sich dann hier dreht. Ja, sehr schön. Und dann ist das hier, denke ich, der Antriebsmotor. Ja, auch den werden wir dann verbauen können. Und angestöpselt werden die einfach, ja, so, einfach hier drauf geklippt. Und dann ist da die Verbindung, ja, die stromführende Verbindung dann gegeben. Und, ach, schaut mal her, das sieht ja interessant aus. Hier kann man scheinbar noch übereinander bauen. Also ich könnte hier sogar noch über den einen Stecker noch den zweiten drüber machen. Und das wird dann immer hier so durchgeleitet, der Strom. Also da sehe ich viele Möglichkeiten. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir Tütchen. Sieben Tütchen. Dazu noch die echt fetten Reifen. Ja, also das sind dicke Dinger. Damit dürfte das Set hier sogar Offroad-fähig sein. Werde ich natürlich ganz am Ende ausprobieren. Dann fahren wir hier mit dem Buggy ein bisschen durch die Gegend. Also hier unsere dicken Reifen, 4 Stück davon. Und hier ist sogar schon die Felge drin. Ja, die anderen, die muss man dann noch einbauen. Also die gefallen mir schon mal gut. Ja, also Felgen, Felgen, Felgen. Dann haben wir noch ein Ladekäbelchen, USB auf Micro-USB, um unser Akkuteil aufzuladen. Und hier haben wir noch die Beleuchtung, ja, für die Frontscheinwerfer. Kleine LEDs,
sind das, die hier dann eingebaut werden mit ordentlich langer Kabellage dran. Sehr schön. Muss man ja sonst immer dazu kaufen und Lego bekommt das ja gar nicht gebacken. Aber ja, Lego-Style sind hier zumindest mal die Aufkleber, die dabei sind. Buggy, Fast and Furious und Battlegrounds steht da unten noch. Blitze und ja, schauen wir mal. Aufkleberchen. Und dann haben wir zum guten Schluss nochmal hier Instructions für die Fernbedienung, für die Fernsteuerung, wie das hier alles zu bedienen ist, was hier welcher Knopf verursacht und wie man aufladen kann. Und das gleiche dann nochmal hier für unser Netzteil, unseren ja, Energie-Akku-Block. Das wird hier nochmal alles etwas erklärt und erläutert und wir haben ja eine kleine Anleitung. Schauen wir uns die mal im Detail an. So, da haben wir sie insgesamt, also ab 6 Jahren ist das Set hier, 522 Teile habe ich bereits erwähnt. Und die Anleitung, wie ist denn das hier so gedruckt bei denen? Ja, hier wird nochmal ein bisschen erklärt, dass man hier auf die Länge der Achsen achten soll, damit man hier keine Kopfschmerzen bekommt, wenn es nicht passt. Und ja, da passiert einiges. Also da ist hier eine ganze Menge Bauabschnitte auf jeder Seite drauf, also das gefällt mir. Also nicht wie Lego hier eine Seite, ein Teil anbauen. Nee, hier passiert richtig was. Da muss man ein bisschen mal hinschauen und schauen, dass hier wirklich alles passt. Finde ich so besser, wenn das nicht so ultra leicht ist. Also Lego macht es ja da doch schon, ich sag mal, sehr, sehr kindgerecht, was ja auch bei, ich sag mal, Spielsets absolut in Ordnung ist, aber auch so bei Technik-Sets oder so. Da können die ruhig mal ein bisschen mehr fordernd das Ganze gestalten. Komisch hier noch B, also wahrscheinlich Bauabschnitt 37, 38, Bauabschnitt 51. Ja, 52 Bauabschnitte haben wir hier insgesamt und das auf insgesamt 40 Seiten. Und dann können wir auch schon loslegen und mit dem Buggy rumfahren und ganz hier hinten gibt es nochmal eine komplette Teileliste. Sehr schön. Ah, und hier noch ein paar Sets, die es da auch noch gibt von Kader. Hier, den habe ich mir fast schon mal gekauft, so einen ferngesteuerten Roboter. Finde ich auch sehr cool. Oder hier so ein Schaufelradlader und ein, was soll denn das sein? Ja, hätte fast gesagt, ein Monster Truck. Sieht merkwürdig aus. Irgendein Auto mit fetten Reifen. Die Reifen sehen genauso aus wie die hier bei uns im Buggy-Set drin. So, aber die Anleitung, ja, sieht übersichtlich aus. Hier noch zu erwähnen, die Teile, die angebaut werden, die sind koloriert. Alles andere ist so blau-grau hinterlegt, dass man dort immer ganz gut erkennt, denke ich mal, was hier angebaut wird. Also das schauen wir uns dann an beim Bauen. Und dann sind das hier natürlich die Tütchen, die noch dabei sind. Schön sortiert, hier die langen Technikpinne zum einen, ein paar andere Kleinteile. Hier nochmal die schwarzen Technikpinne, also schön sortenrein. Das wird keine allzu große Herausforderung werden. Und dann würde ich sagen, packe ich jetzt mal die Tütchen aus, packe die auf meine Tellerchen und dann legen wir los mit dem allerersten Kader D-Tech Set. Ich bin gespannt, ich freue mich. Ja. So, ich bin jetzt hier auf Seite 2 angelangt und ich wollte euch mal zeigen, schaut mal her, das hier ist ein Bauabschnitt, wie viele Teile da verbaut werden. Also da geht was voran und schaut euch mal den Teiletrenner hier an, der Kader Teiletrenner. Nett sieht er aus, also hier für irgendwelche Achsen wieder rauszudrücken und ja, für ein bisschen rumzuhebeln. Also schöner kleiner Teiletrenner und so die Teile, die ich mir bisher jetzt hier angeschaut habe, machen alle qualitativ einen echt guten Eindruck. Die sind sauber gearbeitet. Was ich bisher so sehen konnte, was ich nicht sehen kann, ist das hier. Ah doch, Moment, ich muss mich verbessern. Ich würde sagen, dass hier kein Branding ist, aber hier oben sehen wir es, da haben wir ein Kader-Branding, zumindest hier in diesem Panel drin. Aber hier auf den kleineren Steinen oder hier auf diesen Technikelementen, da schauen wir nochmal genau rum, aber ich konnte bisher dort kein Kader-Branding sehen. Ne, da sehe ich nichts. Aber dann hier wieder wahrscheinlich, oder? Ja, da unten ganz klein auf den größeren Teilen haben wir das Kader-Branding drauf. Ansonsten lässt es sich bisher sehr gut bauen, bis auf eine Sache zeige ich euch jetzt mal. Hier haben wir sowas gebaut wie ja, ein Differential, würde ich sagen. Also ich musste hier diese kleinen Zahnrädchen reinsetzen. Da haben wir da ein Zahnrad, hier ein Zahnrad, da ein Zahnrad. Und wenn wir da drehen, dann dreht sich das hier alles in alle möglichen Richtungen. Und ja, lässt sich soweit gut bauen. Aber wenn ich hier mal, ja, da seht ihr es schon,
da mal ein bisschen kippe, dann fällt dieses Teil einfach ab. Auf der anderen Seite hält es aber bestens. Das ist hier einfach so ein kleines Kardangelenk mit zwei Achsen eingesteckt und das kommt dann, ja, hier durchs Löchlein durch und geht dann hier durch eines dieser kleinen beigen Zahnräder. Aber auf der Seite hier, da hält es nicht richtig. Da ist irgendwie keine Klemmkraft vorhanden und da sitzt das sehr locker. Hier auf der anderen Seite, da sitzt das, na komm mal her, sehr fest. Da kann ich alles hier dran hochheben. Ja, ich hoffe mal, das wird noch so umbaut, dass das nicht hier groß ins Gewicht fällt, dass hier ein bisschen ja alles zu locker drin sitzt. Ansonsten, ja, macht's alles noch einen guten Eindruck. Ich baue noch mal ein bisschen weiter, Freunde, und dann schauen wir uns mal den Baufortschritt hier an. Also, weiter geht's. Also das Set hier ist ab 6 Jahren. Leute, wenn ich jetzt die Kamera umdrehen würde, würdet ihr sehen, dass ich ein paar neue graue Haare bekommen habe. Ja, und irgendwo ist ein Fehler. Entweder habe ich einen Fehler gemacht oder es ist ein Fehler hier in der Anleitung. Ich habe mich hier totgefummelt und zwar hier an dieser Aufhängung, vor allem hier unten an diesem Achsbereich Kardangelenk, denn das passt bei mir so nicht, wie das hier in der Anleitung drin steht. Man soll bei dem Kardangelenk einmal so eine 5er-Achse hier, das ist diese graue, dran machen und einmal, ne, eine 4er, ne, eine 3er, ne, was war es denn? Moment, ich gehe nochmal zurück, doch einmal so eine graue 3er-Achse und die kann man auch wunderbar ausmessen, denn die Größen, die passen hier. Also wenn ich hier mal die 3er drüber lege, seht ihr, größenmäßig 1A, also perfekt zuzuordnen. Also davon soll eine eingesteckt werden und wir sollen dort eine kleine 2er, das ist hier diese schwarze, einstecken. Das habe ich alles so gemacht. Dann wird das hier ja eingesteckt und dann später hier mit der Radaufnahme verbunden. Das ist das Teilchen hier und das muss dann eben, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, hier kann man es etwas sehen, in einen gewissen Winkel gebracht werden und dann soll das dann ja im Prinzip so aussehen wie jetzt, ein bisschen nach unten hängen und dann passt das. Aber wenn ich das mache, ja, mit dem Teilchen hier, dann ist das zu kurz. Immer wenn ich das hier in diesen Winkel bringe, wie es sein soll, dann rutscht hier die Achse raus und hat keine Führung mehr, also diese kleine schwarze 2er-Achse. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal ja, 2 3er-Achsen eingebaut und das funktioniert. Aber mit der 2er funktioniert das Ganze nicht. Ich zeige euch das mal. So, schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich habe hier die 2er-Achse drin. Hier ist meine Aufnahme und das soll jetzt hier so zusammengeführt werden, ja, dass das hier in so einem abschüssigen Winkel zusammenpasst. Aber man sieht doch schon direkt, dass das kann ich hinhauen. Das ist alles viel zu kurz, glaube ich zumindest, oder? Ich bin hier völlig Banane. Ja, also wenn ich das dann zusammenstecke und da ist einfach kein Platz mehr, da rutscht mir ja alles Mögliche raus. Da ist hier das Differential wieder locker und passt nicht. Also ich werde das jetzt hier mit der 3er-Achse auch dort weiterbauen und hoffe mal, dass dann im Endeffekt alles noch stimmt. Heieiei, also mit solchen Problemen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schauen wir zum Schluss, werden wir sehen, ob der Fehler hier hinter der Kamera sitzt oder ob der dann doch vielleicht hier in der Anleitung drin war. Und das Ganze ab 6, naja. Ich traue es mich kaum zu sagen, weil hier ab 6 draufsteht, aber das ist für mich ein fordernder Bau gewesen bisher. Soweit bin ich jetzt hier gekommen, Freunde. Ich habe den Motor noch angebaut. Hier unten haben wir das Differential drin. Und man kann sehen, wenn ich jetzt hier mal an der Antriebswelle ein bisschen drehe, dass sich zum einen hier die Zylinder bewegen. Ja, also die gehen dann vor und zurück. Da kann man es schön sehen. Und das natürlich dann auf jeder Seite einer. Denn wir haben hier einen schönen 2-Zylinder im Buggy drin. Und dass dann gleichzeitig auch hier unten die Radaufnahmen, ne, sich drehen. Na, ja, also zumindest, ja, da hinten die dreht sich. Und hier, ja, hier stimmt irgendwas wieder nicht. Also bei der hier stimmt irgendwo was wieder mit der Verbindung nicht hundertprozentig. Meine Güte, das rutscht aber auch, jetzt habe ich es, das rutscht hier aber auch immer so leicht wieder raus. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen, dass das nachher alles mit dem Antrieb auch funktioniert. Aber naja, das sehen wir dann am Ende. Ich hoffe, das wird alles noch ein bisschen stabilisiert.
Auf jeden Fall, ihr seht schon, hier ist massig Technik verbaut. Also Technik, haufenweise Liftarme, Pinne, Achsen, ja, Zahnrädchen, eine ganze Menge. So vom reinen Bau her und von dem, was hier an Technik verbaut wird, echt eine schöne Sache. Aber einem Sechsjährigen würde ich das Ding da nicht in die Hand geben. Ganz ehrlich nicht, der wäre da überfordert. Das ist schon teilweise echt fummelig, auch beim Zusammenstecken. Also zumindest ist das jetzt hier meine Erfahrung. Also sechs, nee. Vielleicht 12, ja. 12 könnte man vielleicht sagen. Ich bin übrigens erst auf Seite 6 gelandet bei Bauabschnitt 22. Das heißt, ich habe hier noch eine ganze Menge zu tun und mache dann auch direkt weiter. Hoffentlich ohne diese Komplikationen. So, schaut mal her, der Antriebsmotor ist angebaut worden. So sieht unsere Rohkarosse jetzt aus. Hier vorne der Motor. Dann haben wir hier die Antriebsachse, die einmal hier durchläuft. Hier oben habe ich den Sitz jetzt auch schon drauf gebaut und der lässt sich ja aktuell noch nach vorne kippen. Ja, also ganz ein rudimentärer Sitz aus Liftarmen hier zusammengesteckt. Aber selbst das Ding hier zu bauen, keine Ahnung warum, ich bin vielleicht von Lego-Anleitungen verweichlicht, aber ich muss mich hier wirklich konzentrieren, damit hier alles richtig passt. Also das ist schon, ich sag mal, als Anleitung durchaus etwas fordernder als das, was man sonst so gewohnt ist, wenn man Lego oder auch Lego-Kopien baut. So, also wir haben den Stuhl, den Sitz. Dann geht hier die Antriebsleitung ja durch, die Antriebsachse kommt hier hinten auf dem Zahnrad raus und dort haben wir jetzt den Motor angebaut, ebenfalls mit einer kleinen Dreierachse und dem größeren Zahnrad und dann hier mit dieser Konstruktion befestigt. Und so sieht das Ganze dann von unten aus. Also ihr seht schon, da haben wir mächtig viele Pinne drin, ganz viele Verbindungsteile und das ist auch jetzt stabil. Das ist eine stabile, solide Konstruktion. Das kann man also im Prinzip überall hochheben. Ich hoffe, es passt nachher alles. Was mir echt immer noch Sorgen macht, ist eben hier diese Achsgeschichte mit dieser zu kurzen oder zu langen Achse. Ich hoffe echt, das passt am Ende und ich muss da nicht nochmal alles auseinandernehmen. Dann würde ich nämlich anfangen zu weinen, aber naja, wir drücken mal die Däumchen, dass das so hinhaut. Also, soweit, so gut. Wir sind auf Seite 10 und dann mache ich mal weiter. Hier wird noch, ja, keine Ahnung, weiteres Material angebaut. Was ich hier etwas schwierig noch finde, die Anleitung ist ja relativ klein. Das ist ja so ein kleines Heftchen. Und ja, für mich als alten Mann, ich brauche zwar keine Brille, aber so stellenweise muss ich da schon mal richtig nah rangehen, um zu erkennen, was wird denn jetzt hier wo genau reingesteckt. So eine bisschen größere Anleitung. Das hätte der Sache schon gut getan. Oder dann eben doch vielleicht ein paar weniger Bauschritte auf jede Seite. Man eben noch gelobt und jetzt beschwere ich mich, aber es wäre einfach ein bisschen einfacher zu sehen. Aber geht schon. Geht schon. Ich mache weiter. Ja, mit Bauabschnitt A sind wir fertig, Freunde. Das ist hier der ganze technische Bereich und der endet auf der Seite, ja, auf der Seite 17, denn dann startet hier Bauabschnitt B. Da kommt also die restliche Verkleidung dran, die Räder dran. Ich mache mal einen kleinen Rundflug mit euch, was hier alles noch so übrig ist und verbaut werden möchte. Das ist schon noch eine ganze Menge, aber ihr seht, die ganze Technik, die haben wir schon verbaut. Wir haben hier hinten unseren Antriebsmotor, wir haben hier vorne den Servomotor für die Lenkung. Ich habe auch hier die ganzen, ja sagen wir mal, den Kabelbaum verlegt, also die einzelnen Kabel hier durchgeführt. Das wird in der Anleitung genau erklärt, wo die wie durchkommen und wo die wieder hier rauskommen sollen. Und dann haben wir hier auch die Akkubox schon angeschlossen, reingebaut und hier entsprechend dann die Steckerchen draufgesetzt. Und das ist noch ganz nett gemacht. Wir haben hier farblich gekennzeichnet, welcher Stecker wohin kommt. Hier der blaue, das baut man einfach drauf, ist eine 1x2er-Fliese. Und hier kann man sehen an der Ecke, da ist der für den roten Bereich. Hier haben wir die Lichter angeschlossen und ja, hier der gelbe, der ist einfach noch frei. Da ist bei dem Set hier nichts dran verbaut. So sieht die Geschichte dann von vorne aus. Ja, also durchaus eine interessante Optik. Da könnte jetzt hier auch ein Mähdrescher draus werden, so von der Form her. Ich sag's euch, das ist schon ein wenig kompliziert. Man muss hier sehr genau hinschauen, wie was verlegt werden soll, wo die Kabel hinkommen. Das kann ich euch ja mal hier kurz zeigen. Hier kann man sehen, wie die Kabel hier genau geführt werden, wie die hier oben rauskommen.
oder auch hier nochmal genau, wo dann wie der Anschluss dran muss und wie das verlegt werden soll. Es wird gut erklärt, man muss aber auch ganz, ganz genau hinschauen. Hier haben wir nochmal den Stein, der sieht hier irgendwie immer so aus, als wäre der schon hier befestigt, aber man kann den hier gar nicht befestigen, der liegt dann einfach nur hier. Und da haben wir nochmal die ganzen Lämpchen. Ich könnte ja mal versuchen, hier mal einzuschalten. Da blinkt er rot, wahrscheinlich ist er leer. Ich wollte jetzt mal schauen, ob die Lampen hier funktionieren, aber ich muss wohl erst nochmal aufladen, das Ganze. Also Leute, so weit sind wir gekommen. Werfen wir noch einen Blick auf die Unterseite. Da kann man auch wunderschön hier das Differential nochmal sehen, den Motor, die Aufhängung, die ja hier mein kleines Sorgenkind ist. Und dann hier die ganze Konstruktion, die sehr, sehr stabil ist. Da wir hier massig Liftarme, Techniksachen verbauen, also das ist alles echt bombenstabil. Muss es ja auch sein, wenn hier später gefahren werden soll damit. Jetzt fällt mir hier gerade noch was auf. Das hier steht so schräg und da hinten steht das aber gar nicht schräg. Ob das hier passt? Das sieht... Ich glaube, hier habe ich mich ein bisschen verbaut. Jetzt gucken wir mal schnell in die Anleitung. Ja, der Liftarm, der steht hier nicht so schräg. Also hier muss ich noch mal eben kurz nachbessern. Irgendwas habe ich da falsch gebaut. Aber egal, mache ich jetzt offline sozusagen. Und dann machen wir weiter mit Bauabschnitt B. Aber nicht mehr in diesem Video, Freunde. Für dieses Video wäre es das gewesen. Im zweiten Teil, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke und auch wahrscheinlich hier oben noch einblende, bauen wir den Kader D-Tech Buggy dann fertig und machen natürlich auch eine Probefahrt, Indoor und Outdoor. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Set. Finde, dass das durchaus anspruchsvoll ist, also anspruchsvoller als so ein normales Lego-Set auf jeden Fall, macht aber auch Spaß. Und ja, wenn ihr auch Interesse am Set habt, wie gesagt, ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das gerne dann auch direkt kaufen. So, wir sehen uns im zweiten Teil. Der geht online eine Woche, nachdem dieses Video hier online gegangen ist. Also bis dahin, macht's gut!